Die Schwarzwaldgasse war die erste Gasse von Badesek. Der Name weist darauf hin, dass 1718 aus dem Schwarzwaldgebiet die ersten deutschen Siedler hierher ankamen. Hier steht das Schneiderhaus, das sogar in seinem heutigen, heruntergekommenen Zustand vom Schönheitssinn seiner ehemaligen schwäbischen Erbauer zeugt. Ja, es langsam wird unser Traum Wahrheit. Wir hatten einen Traum. Wir wollten hier in Badesek ein deutsches Haus haben, wohin ganz einfach das Vereinsleben und unser Alltag organisieren können. Darum träumten wir immer über ein Haus und ungefähr eineinhalb Jahre vor hatten wir dieses Haus von der Gemeinde als Geschenk bekommen. Das war eine riesengroße Sache für uns. Und dann Lust und Kraft hatten wir, aber natürlich fehlt das Geld dazu. Dann suchten wir die Möglichkeiten, wohin können wir ganz einfach die Geld bekommen und die Arbeit anfangen lassen. Sollte eine Baufirma suchen, Kostenvoranschläge bekommen, was kostet das? Heute kann ich sagen, das kostet sehr viel Geld. Man kann nicht träumen, wie viel kostet heute eine Renovierung. Und dann kommt das Idee, das sollte das ganze Renovierung verteilen. Die erste Etappe der Sanierung wurde abgeschlossen. Und am 30. Januar wurden die ersten zwei Veranstaltungssäle feierlich übergeben. Zwei große Säle sind fertig, die Vorderstube und die Heizung, die ganze Elektroinstallierung, Alarmanlage und sowas sind schon fertig, fast nutzbar, das Gebäude. Das Ganze ist mehr als 500 Quadratmeter. Das ist ein riesengroßes altes schwäbisches Haus. Und ungefähr 170 Quadratmeter ist jetzt fertig. Wir hoffen, können wir in diesem Jahr weiter machen diese Arbeit. Die Toiletten und Küche und alle wichtigen Sachen noch fehlen, aber es soll in diesem Jahr noch fertig sein. Dieses Jahr möchte man schon auf dem Hof des Deutschen Hauses mehrere traditionelle Veranstaltungen organisieren. Jetzt wollen wir am Ende Mai einen Nationalitätentag hier genießen in diesem Hof. Wohin können wir eine Kapelle einladen und hier in der hinteren Eifur ein Schweinschlachtel machen. Laut Plänen werden im Deutschen Haus eine Kinderbibliothek, ein Fitnessraum und Plätze für Organisierung von Veranstaltungen ausgestaltet. Wann das Ganze alle fertig ist, dann wollten wir hier eine Bibliothek einrichten, eine Jugendbibliothek für die ganz Kleineren, für die Kinder, welche im Kindergarten sind, für die Grundschule, Gymnasium und so weiter. Da hatten wir von der BMI, von dem Deutschen Bundesministerium des Innens, sehr viele Sachen bekommen. Als die modernsten technischen Geräte wie Notebook, Tablet, solche Sachen, Möbel, sehr viele Möbel, Regale, Buchregale und alles, was Schreibtische, alles, was wichtig für die ganz neue, ganz moderne Fitnessraum wollen wir einrichten. Unsere Frauen sind sehr froh wegen das Raum. Zimmerfahrrade und ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, wie viele Sachen haben wir schon hier in Haus schon lagern können. Eine Aufstellung wollten wir einrichten. Wie schaut damals ein schwäbisches Haus, ein schwäbisches Zimmer, eine schwäbische Küche
wohin die Kinder können das Spielen lernen. Wie war das früher? Die Sanierungsarbeiten werden fortgesetzt. Die finanziellen Mittel werden aus Bewerbungsgeldern, aus der Unterstützung der Regierung und aus eigener Kraft gesichert. Auch Mitglieder des Deutschen Nationalitätenvereins nehmen an der Arbeit teil. Sie helfen, wobei sie nur können. Sie halten es für wichtig, einen Ort zu haben, wo viele bunte Programme veranstaltet werden, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken.